alles, was ich da kaufe, ist eingesetzt, wird eingesetzt für die Evangelisation. Sometimes in a fascinating way I imagine. Manchmal stelle ich mir auf faszinierende Weise vor. When I die. Wenn ich sterbe. I will be proud that there will be many CDs which will not die. Stolz sein, dass es da viele Vorträge auf CDs gibt, die mich überleben. So all the people in Germany, thousands of CDs I have given. Alle diesen Menschen in Deutschland, ihnen habe ich tausende CDs überlassen mit meinen Vorträgen. 10.000. So many people have a stock of CDs. So viele Menschen haben schon eine Sammlung von meinen Vorträgen auf CD. Surely you are listening this now. Natürlich, Sie hören das jetzt. But it will be more beautiful to hear that after my death. Aber es wird noch schöner sein, wenn Sie es nach meinem Tod anhören. You will, when you. Dann können Sie es erst richtig wertschätzen. When you get a news, Thomas Paul. Wenn Sie die Nachricht bekommen, Thomas Paul ist gestorben. What you will do first? Was werden Sie tun? Sie werden die CDs rausholen und anhören. I will be in heaven, but my voice is still in your recorder. Also ich werde im Himmel sein, aber meine Stimme ist immer noch in Ihrem CD-Player. Halleluja. Halleluja. Ich digitalisiere gerade so Aufnahmen von alten Predigten von Pesern, die wirklich tot sind. Aha. Das heißt, die kommen jetzt alle zu mir mit den Kassetten und ich überspiele das jetzt auf CD oder DVD. He does the digitalisierung von the cassettes from priests who are already dead and he brings it to CD or DVD. Very good, very good. Mark your nose. Yes. Okay. So. All this idea, I never knew about this camera and all these computers, I never knew anything. Also ich kannte das vorher alles gar nicht, was man braucht, eine Kamera und CD-Spieler und Rekorder und Kopiergeräte. But every time the wisdom speaking to me, the Holy Spirit is speaking to me. Jedes Mal spricht die Weisheit, spricht der Heilige Geist zu mir. Now already whole yesterday's talks are already in the YouTube now. Already. Und heute sind schon alle Vorträge von gestern auf YouTube hochgeladen. Yes, already done. Ist schon erledigt. It is there. Halleluja. Halleluja. So, we have to evangelize in a new way with the wisdom of God. Also wir sollen mit der Weisheit Gottes neue Wege der Evangelisation gehen. This is only a small thing. This is not a big thing what I said. Ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Es ist nichts Großes, was ich gesagt But habe. But more bigger than that is to understand that wisdom can transmit from your soul to all other souls. Aber größer ist diese Tatsache zu verstehen, dass die Weisheit sich ausbreiten kann von unserer Seele auf so viele andere Seelen. Not so viele, all Seelen. Sondern auf alle Seelen, nicht nur viele, auf alle Believe Seelen. This. Glauben wir das? And I am so happy, all of you are now integrated into day and night adoration. Und ich bin so froh, dass alle von euch jetzt mitmachen bei der Nachtanbetung. Yeah. Tag und Nacht. Day and night you are adoring some of them. Also Tag und Nacht gibt es einige, die Anbetung durchtragen. My experience is when I am in front of the Eucharistic Lord, I am simply sitting and Jesus is praying. Meine Erfahrung ist, wenn ich in der eucharistischen Anbetung bin, dass ich einfach da sitze und Jesus ist es, der betet. I always remember this I got it only a couple of, I mean one, two, maybe two years back, this idea. Und ich habe diese Weisheit, diese Idee erst vor kurzem, also vor ein, zwei Jahren bekommen. But it was in the Bible. Aber es steht in der Bibel. So many years I read that word. Und so viele Jahre habe ich dieses Wort gelesen. But I never understood that. Aber ich habe es niemals verstanden. That was in Mark chapter 14, 32. Es steht in Markus 14, Markus, 42. Mark chapter 13, 32. Markus Kapitel 14. Jesus in Gethsemane said. Sagt Jesus in Gethsemane.
Then they came to a place named Gethsemane, and he said to his disciples. Dann kamen sie an einen Ort, das zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und er sagte zu seinen Jüngern: Sit here while I pray. Setzt euch und wartet hier, während ich bete. Sit here. Sitzt hier. Sit with me. Sitzt bei mir. Sitzt mit mir, während ich bete. Why he want us to sit with him? Warum möchte er, dass wir bei ihm sitzen, mit ihm sitzen? We are the only people who have contact with the earth, with the world. Wir sind die einzigen Leute, die Kontakt mit der Erde, mit der Welt haben. Because we are made out of earth. Weil wir von der Erde gemacht sind. We are in sisterly connection with the earth. Und wir sind in geschwisterlicher Verbindung mit der Erde. So all what we receive, alles was wir empfangen, through the prayer of Jesus, durch das Gebet von Jesus, surely will be answered, wird mit Sicherheit beantwortet, and it will be for the whole world, und es wird sein für die ganze Welt. So as an example, Jesus is praying. Zum Beispiel betet Jesus: Father, Vater, oh Father, oh Vater, as you and me are one, so wie du und ich eins sind, they may be one, sollen auch sie eins sein. This is his prayer. Das ist sein Gebet. Will it not be fulfilled? Wird das nicht erfüllt sein? Surely. Natürlich wird es erfüllt werden. And also, genau, he is the eternal priest. Ist er der ewige Priester? His prayer is eternal. Sein Gebet ist ewig. He is eternal. Er ist ewig. His words are eternal. Seine Worte sind ewig. His prayers are eternal. Seine Gebete sind ewig. His spirit is eternal. Sein Geist ist ewig. So, and we have a soul eternal. Und wir haben eine ewige Seele. And we have to connect this. Und wir müssen das verbinden. And it flows to the whole world. Und dann wird es ausströmen auf die ganze Welt. And that is what wisdom we understood. It reaches from end to end and govern all things. Und das ist, was im Buch der Weisheit gesagt wird. Sie reicht, die Weisheit reicht von einem Ende zum anderen und durchwaltet voll Güte das All. So these saints, they never made a prayer group. Die Heiligen haben nie eine Gebetsgruppe gemacht. Nor a community. Und auch keine Gemeinschaft. Of course, some of them maybe, but most of them, it was their personal charism. Natürlich, einige haben das auch getan, aber am meisten war es ihr persönliches Charisma. What was the prayer group or community of Brother Klaus? Was war die Gebetsgruppe oder Gemeinschaft von Bruder Klaus? Today everybody is, oh, I've been alone, I am alone, I cannot do everything alone. Heute sagt jeder und klagt, ach, ich bin ganz allein und was kann ich alleine schon ausrichten, was soll ich nur tun? Brother Klaus lived alone 20 years. Bruder Klaus lebte 20 Jahre allein. Strong verbindung with God. In der starken Verbindung mit Gott. Then we never feel that we are alone. Dann spüren wir nicht mehr, dass wir alleine sind. Wir fühlen uns nicht allein. The Lord wants us alone because he wants us fully. Der Herr möchte, dass wir allein sind, weil er uns ganz braucht. But we need a wisdom to understand that. Aber wir brauchen auch dazu die Weisheit, das zu verstehen. The world will say, oh, you are alone. Die How Welt can sagt, you live alone? Ach, wie kannst du das aushalten? Bist du ganz allein? But God says, I want you. Aber Gott sagt, ich brauche dich. I don't want anybody possess you. Ich möchte nicht, dass ein anderer dich besitzt. I want you. Ich brauche dich. So there are times the Lord wants us alone. Also gibt es Zeiten, wo der Herr uns allein haben möchte. So that our soul is fully connected with God. So dass unsere Seele ganz verbunden ist mit Gott. He is a jealous God. He is a jealous God. Ein eifersüchtiger Gott. He wants us. Er will uns alone. Allein. To love him. Um ihn zu lieben. When we love him, wenn wir ihn lieben, we are connected with him more strong. Dann sind wir noch stärker mit ihm in Verbindung. Then the whole world will receive blessing. Dann
wird die ganze Welt von dieser Verbindung Segen empfangen. From our soul to the whole world. Unserer Seele geht der Segen in die ganze Welt durch unsere Liebe. This is the wisdom. Das ist Weisheit. Wisdom in prayer. Die Weisheit im Gebet. And today when I was in adoration, now the Lord said, man is not living with bread alone. With every word coming from the mouth of God. Heute, als ich in der Anbetung war, hat der Herr zu mir gesagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Sorry, I am not criticizing anybody. Ich möchte nicht irgendjemand kritisieren. Even those who see us in the YouTube or television, please don't think I am criticizing. Und auch all die, die uns zuschauen über Fernsehen und Internet, ich möchte niemanden kritisieren. But think what Jesus said. Aber denkt mir daran, was Jesus sagt. More than ever. Mehr als jemals. Today, heute, these days, all the supermarkets are kidnapping us. Da nehmen uns die ganzen Supermärkte gefangen. They are kidnapping us. Sie entführen uns, sie halten uns gefangen. Als Geiseln. With all attractive stuff, this, mit you buy this, you buy this, you buy Angeboten, this. Mit diesen Sonderangeboten, kauf dies und nimm das. You know, it is so much costly to print a flyer for exercise, but you see so much of color advertisement papers every day coming into your mailbox. Ihr wisst, wenn ihr einmal Exerzitien organisiert, wie teuer das ist, so einen mehrfarbigen Flyer rauszugeben. Aber jeden Tag in den Zeitungen sind die voll mit diesen Beilagen, Prospekten, vielfarbig, Ankündigungen, Werbesonderangebote. I don't know from where this money comes. Ich weiß nicht, wo das Geld herkommt. Don't you get it in your post? Haben Sie das nicht auch in Ihrer Post? So much waste of money. So viel Geld wird verschleudert. And we are invited to buy a material world. Wir sind immerfort, werden wir eingeladen zu kaufen in dieser materiellen Welt. Our fridges are overflowing. Unsere Kühlschränke quellen schon über. Nein, nein. He's not. Very good. You are a wise man. Sehr gut. Ein Weiser hat einen leeren Kühlschrank. When we go to Aldi, yeah. Spar or when Lidl, you see so much trolleys of food items going. Do we have that enthusiasm for the Word of God? Also fragen wir uns, wenn wir beim Aldi oder Lidl oder sonst in einem Supermarkt sehen, wie diese ganzen Wagen voll Lebensmitteln nach Hause gefahren werden, haben wir auch die gleiche Begeisterung und den Eifer für das Wort Gottes. In Poland, there was some time back, I gave a retreat for religion teachers. In Polen habe ich vor einiger Zeit Exerzitien für Religionslehrer gegeben. So, they liked it. It was very powerful and very good. Und das waren sehr gute und kraftvolle Exerzitien. Es hat ihnen gefallen. But there are some discussions. Aber es gab einige Diskussionen. One group felt we should not force the children to teach Bible, learn Bible or go to church. Es gab eine Gruppe, die sagten, man darf die Kinder nicht zwingen, in der Bibel zu lesen oder zu beten oder zur Kirche zu gehen. Another group said, no, we have to little bit force them. Eine andere Gruppe sagte, nein, wir sollen schon etwas die Kinder drängen, das zu tun. Now the point came to me, what is my opinion? What? Jetzt wurde diese Frage mir vorgetragen, was ich dazu denke. I had the Holy Spirit. Und ich habe den Heiligen Geist gebeten. And I got the same word. Und habe dasselbe Wort bekommen. Man is not living with bread alone, with every word coming from the mouth of God. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. So there are most of the religion teachers are married and having children. Die meisten dieser Religionslehrer sind verheiratet, haben selbst Kinder. So I asked them, you have children, right? Ich habe sie gefragt, ihr habt doch selbst Kinder. Do you force them to eat food morning, noon time and up evening? Zwingt ihr die Kinder morgens und abends und mittags zu essen?
Suppose they say, oh no, Mama, I am not hungry, I don't want food, I will sleep, I don't want food. Do you let them go to sleep without eating? Wenn die Kinder sagen, ach, ich will aber jetzt nichts essen und ich gehe lieber schlafen, lasst ihr sie dann schlafen gehen ohne Abendessen? What do you think? Was denkt ihr? You never do it. Sie tun das doch nicht. You will somehow, irgendwie, politely or forcefully, you will see that the child eats. Also mit Höflichkeit oder mit etwas mehr Druck werden sie dafür sorgen, dass das Kind isst. Because you know, if the child sleep without food, maybe in the midnight he will get up and cry and it will be more problem for you. Denn Sie wissen, wenn das Kind hungrig zu Bett geht, wird es vielleicht um Mitternacht wach und wird Sie aufwecken, weil es Hunger hat. Und dann wird es schlimmer für Sie. So I said, the same thinking we should have. Und ich habe gesagt, dieses selbe Denken sollten wir haben. Food for our body. Die Nahrung für unseren Körper. Same way we need food for our soul. Aber zur selben Zeit brauchen wir Nahrung für unsere Seele. This is what is missing in the modern world. Und das ist es, was in der modernen Welt this wisdom total zu kurz kommt. Diese Weisheit fehlt. This is a wisdom. Und das darin liegt Weisheit. In the western world we are overfeeding our body. In der westlichen Welt überfüttern wir unseren Körper.